Alles, was folgt, ist immer und jeder Tat ernst zu nehmen, entstand einzig aus Neid und Eifersucht, weil ich noch nie Sexerfolg unter Geld hatte. Okay, ich muss zugeben, ich habe schon länger kein Gehydert-Feedback mehr gemacht, weil, um ganz ehrlich zu sein, ich dachte mir jetzt nicht, dass sich da massiv viele negative Kommentare mehr ansammeln. Ich meine, irgendwann ist ja auch gut, irgendwann muss ja auch Schluss sein und irgendwann... Du Hurensohn! Okay. Okay. Geliebte Pansen und Pansinchen, vor der Gamescom habe ich ja nicht nur Gronkh, sondern auch Leon Mascher geheidert. Und endlich konnte ich wieder meinen Lieblingssatz benutzen. Sag erst mal den Namen von Leon richtig und dann sag, was du Hund, du bist nur lustig. Er heißt Leo Mascher. Fick dich, Wichser. So redest du nicht über Leo Mascher. Er heißt nicht Leon Mascher. Er heißt Leo. Moment mal, das bin ja gar nicht ich. Ah, hier. Er heißt Leo Mascher! Der Heider, OMG. Du antwortest, aber geil, du nennst ihn nur aus Spaß so. Ich küsse deine Augen! Dann gab es auch noch einen sehr verwirrten Typen. Digga, mach doch selbst so einen geilen Song, wenn du immer jeden beleidigen musst. Du bist so behindert, Alter. Naja, Florian, ich mache eigentlich Satire und Augenzwinkern. Schon mit 300.000 Abos so eine Fresse zu haben. Schäm dich. Eif. Naja, Florent, also eigentlich weiß ich nicht mal, was Eif bedeutet und ich habe eigentlich knapp 400.000 Abos und... Okay, Heider. Jetzt meine Frage, bist du Schweizer? Dann gab es noch wilde, allmannsche Diskussionen. Große Losers versuchen es wie die Rapper, aber sehen aus wie Schwuchteln. Allmann! Du bist mir aber ein Schlingel. Woher hast du denn so ein Schandmäulchen, du kleiner Lump, du? Was für ein Gangster! Allmann sind solche Mächte gern. Was für ein Versager! Ich bin mitnichten ein Verbrecher und ich fordere dich auf, solche Unterstellungen zu unterlassen. Mein Federhandschuh sitzt etwas locker in diesen so fremdwirkenden Tagen. Und auch versuche, eine neue Gang aufzubauen. Walla, du bist hässlich, Alter. So redest du nicht über deine Mutter, Abi. Der Heider, was ist los mit dir, Alter? Leon hat das voll gut gemacht und du machst dich über ihn lustig. Nur damit du bei den Leuten gut ankommst? Du hässlicher Mistgeburt. Und mach nicht noch so einen Kommentar. Ich mag dich, Bro. Du hast Eier. Niemand hatte bisher den Mut, seine Stimme gegen mich zu erheben. Lass Bros werden. Der Heider, nein, lass mal lieber. Mit dir möchte ich nicht Kontakt haben. Und hör bitte auf, Leute, grundlos zu haten. Wenn schon, dann nicht in der Öffentlichkeit. Komm, lass machen. Ne Gang. Du und ich, Abi, wird Bombe. Nein. Doch. Und auch Gespräche über meine Zukunft. Ein Dach? Nur trau dich, dass du dir über jeden anderen YouTuber das Maul zerreißen musst. Einfach nur traurig. Hast du auch andere Hobbys? Ich mach damit mehr Geld als Gronkh. Sobald ich mir meinen Penis vergolden habe lassen, werde ich dir damit eins auf die Fontanelle geben. Dann gab es sogar einen, der mitten im Kommentieren einen Schlaganfall hatte. Es gibt viel schlimmere Leute. Zum Beispiel ja so mit... Und dann gab es die wohl beste Beleidigung der Welt. Du Missgeburti. Oh ja. Nochmal. Du Missgeburti. Aber natürlich, schon im alten Griechenland gab es neben dem Alpha und dem Omega auch das Y, das am Wortende angehängt zur Verniedlichung diente. Denn wer kennt nicht das bekannte griechische Zitat, ein Tyrann traut seinen Freunden nicht und erst recht keinen Missgeburtis. Oder im späteren Volksmund, wer anderen eine Grube gräbt, ist eine Missgeburti. Auch heute noch findet das verniedlichende Y regen Anklang. Ich möchte bitte ein Konto. Du eröffnen, du Fotzi, Hals Mauli, du Hurensoni oder Ehre genommen, Habibibi, sind auf sozialen Plattformen keine Seltenheit. Danke, Y, du bist Ehrenmanni. Und natürlich gab es dann auch noch, naja, den, für den eben gerade Zeit ist. Zeit für den Deeskalator! Ernst, das ist es doch der letzte Müll. Och. Aber ich werde den Kanal mit mal eine Weile anschauen. Vielleicht ist ja was für mich dabei. Juhu. Also Abo hast du, mal schauen. Yeah. Das war's von mir. Ich hoffe, euch hat's gefallen. Klickt doch kräftig in diese Videos rein. Schaut's auch gerne mal bei meinem Merch-Shop vorbei. Da gibt's neuen Merch, da bin ich auch drauf. Auf meinem Merch, wer hätte das gedacht? Meine Frage der Woche lautet, was ist euer Lieblingswort mit Y am Ende? Macht es gut. Bis bald und Heide out! Ihr heißt Leo Mascher!